So, ich fand es jetzt erstmal wichtig, mobil, schnell mobil zu sein. Um vor den Horden wegzukommen, ist natürlich das Fahrrad erstmal so mittel, aber immerhin, ne? Gibt Schlimmeres. Zu Fuß ist beschissener. Good job. I knew you. Well, aren't you a sight for sore eyes? What Nachtpirscher. can I get you? Naja, mit Schleichangriff 10% mehr Schaden zu, finde ich doof. Alles eins, sehr gut. Vergrabene Schätze im Süden könnten wir noch mal fix machen. Eine I need könnten wir noch some work. Hurry machen. back soon, and I'll have a nice reward for you. Die machen wir noch mal fix mit hier. 15:30 Uhr schaffen wir noch locker. Und nicht so weit weg. Ah ja, okay. Eisen hatte ich hier hoffentlich schon markiert. Oder nicht? Geil, wie wir zurückrollen. Okay. Was meinst du mit abhocken? Irgendeine Frage hast du aber zurzeit nicht. Oh, die kommt immer mal spontan, so eine Frage. Ganz neu bin ich ja zum Glück nicht. In 7 Days to Die. Aber es hat sich schon viel geändert. Wenn man zuvor 16 gespielt hat, und dann ja auch Ewigkeiten gefühlte 3 Jahre gar nicht, ist das schon ein bisschen anders. Muss ich gestehen. Ich habe ja aber wirklich nur sehr, sehr wenig sehr, sehr wenig 7 Days zwischendurch gespielt. Immer mal so die Alpha angespielt. Aber sonst auch nicht mehr gemacht. Was ist hier noch mehr? Guck mal, hier auch diese Sandwiches. Habe ich noch gar nicht gegessen. Ich habe halt die Medizin da, dass ich die essen kann. Also deswegen, also Essensprobleme. Ich habe ganz, ganz selten jetzt in den Spielständen mal Essensprobleme gehabt. Deswegen juckt mich das mit der Dings noch gar nicht. So, okay, einmal richtig hinstellen. Nö, Fragen? Ja, ich bin mal gespannt. Ich will ja an sich mal eine eigene Hordenbase bauen. Ich sehe es tatsächlich aber aktuell nicht, dass ich die wirklich schon zu Tag 14 fertig habe. Also mal abgesehen, dass ich erstmal bis Tag 14 kommen muss. Da fällt mir gerade ein, dass eh der Punkt auf Intelligenz und so nicht ganz unwichtig ist, weil ich ja Permadeath Road to Gyrocopter spiele. Ne? Also ich sehe für mich ja die Challenge als gewonnen, wenn ich den Gyrocopter gebaut habe. Ja. Deswegen macht ja dieses Selbstverpflegen und noch in andere Sachen großartig reingehen ja gar nicht so viel Sinn. Sondern eigentlich müsste ich alles auf Intelligenz setzen. Für die Quests könnte ich jetzt halt nochmal Schatzsucher und solche Sachen machen. Aber ansonsten bin ich zufrieden, solange keine Hundehorde kommt, sagen wir mal so. Oder Wölfehorde gibt es ja auch. Und da muss ich halt einfach Glück haben mit dem Spielstand, ne? Und wenn sie kommen, dass ich vielleicht gerade auf dem Fahrrad sitze oder so. Aber sitze ich hier unten drin, wird das schon wieder eng, ne? Also zumindest mit der Hundehorde. Die Horden selbst, würde ich jetzt mal behaupten, machen mir nicht so Riesensorgen, außer ich habe eine Fehlkonstruktion, dass sie ohne Probleme zu mir hochkommen können. Dann ist natürlich doof. Aber ansonsten habe ich jetzt vor den Horden selbst eigentlich nicht so Riesenschiss. Und warum mache ich das eigentlich noch, die Challenge? Was sie hauptsächlich, oder deswegen kam ich überhaupt erst auf den Gedanken, weil ich für 7 Days to Charity 5 halt gut vorbereitet sein möchte.
du lernst natürlich kein PvP, aber du lernst das Spielprinzip nochmal, ne? Wenn du halt ein Jahr lang kein Seven Days gespielt hast, spielst du halt einfach schlechter und anders, als wenn du zumindest ein bisschen gedaddelt hast, ne? Ja, was ab mit dem Thema Hungern? Hängt auch davon ab, wie weit du herumkommst. Und mit einem Drahtesel sind die Reise begrenzt, das ist richtig. Aber ich habe ja noch lange nicht alles, da ist er schon. Noch lange nicht alles entdeckt. Bei mir in der Nähe schon nicht, weißt du? Also von daher. Na, ganz entspannt. Wieder den. So, sehr gut. Die Challenge ist der Gyrokopter. Du bekommst auch mehr Routine rein. Schnelles Looten, besseres Aim, etc. Ja, genau. Ich muss halt aber eigentlich. Also, ich glaube nicht, dass das der letzte Run ist. Ne? Also, natürlich, klar. Wünsche ich mir das, aber mir fällt gerade ein, ich müsste mir eigentlich mal vornehmen, in der Challenge mehr mit dem Bogen zu arbeiten, denn das ist, ich sag mal, fast die, ist halt eine Waffe, die man üben muss, ne? Und das wäre eigentlich für Seven Days to Charity nochmal ganz sinnvoll, dass ich im Bogen wieder fit werde. Bogen haben sie uns ja so ein bisschen weggenommen in 7 Days, finde ich. Dass man nicht mehr so viel Bogen spielt, sondern mehr Nahkampf, weil er so wenig Schaden macht. Aber im PvP ist halt eher selten mit Nahkampf unterwegs, ne? Kommt schon mal vor, aber. Wow, I didn't think you had it in you. Good job. Nehme ich die Verbände wieder. Habe ich schon recht viele, aber. Machen wir. You Machen need wir some auch work? wieder das in der Oh, Nähe. this is a dangerous one. Try not to get radiated. So, es ist 17:40 Uhr. Komm. Denn schon, denn schon. Gibt gute Erfahrungspunkte. Und wir kriegen wahrscheinlich, oder mit Glück vielleicht auch irgendwann die Quest zum nächsten Händler. Wobei wir die halt theoretisch, weiß ich nicht, also wenn er nah dran ist, gerne. Wir brauchen ja nichts, also höchstens mal, um zu gucken, ob der noch andere geile Sachen hat, ne? Eine AK oder so. Dass man da nochmal ein bisschen nachrüsten kann. Aber ansonsten, wir haben bei uns im Ort so gut wie nichts, oder noch nicht viel gelootet. Lag aber auch ein bisschen daran, da hatte Tomahawks nochmal den Hinweis gegeben, dass es Sinn macht, die Häuser natürlich zu looten, wo einen die Quest hinschickt, weil ich noch keine Unterscheidung machen kann zwischen T1 und T3 Haus. Und ich hatte das ja, glaube ich, das war der erste, ja, ich glaube, das war der erste Run. Gut, war unglücklich. Könnte trotzdem T1 Gebäude gewesen sein, aber ich bin halt runtergefallen. Ich kenne halt die ganzen Gebäude noch nicht, ne? Bin eingestürzt, Panik, zwei Zombies und ein Hund. Ja, war nicht so förderlich für mich, ne? Fand ich nicht so witzig. Und das sind halt so Sachen, die man noch mal ein bisschen üben muss. Und ja, gut. Ich weiß nicht, welche Map wir spielen. Wahrscheinlich Nevis gehen, aber ist dann auch egal. Also, ich muss jetzt nicht die Map trainieren. Gibt's die Horde heute noch? Nee. Petra. Guck mal, kaum ist Ermon da. Petra nicht weit. Ermon will mir erzählen, er hat die Alpha 19 erst 250 Stunden gespielt. Petra. Ich sehe jeden Tag von euch irgendwelche Screenshots. Hat Ermon recht? Ne, die Horde werden wir Mittwoch machen. Weil die sind halt die Munition, die am einfachsten zu bekommen ist. Ja, das ist so. Was heißt erst 250 Stunden? Der Ermon ist halt ein Verrückter, ne? War auch ein Witz. Ich habe 1000 insgesamt von der Alpha 10 an. Das ist ein Viertel.
Vielleicht spricht er auch einfach mein Neid, dass ihr so schön viel spielen könnt und ich nicht. Bin knapp für 2k oder so. 3k, okay. Ich hab nicht mitgezählt. Ach komm, du warst doch auch schon 300 Stunden unterwegs in Alpha 19. Nee, aber da hast du auch wieder Bock, ne? Alpha 19 ist auch so dein Ding, ne? Gibt's eigentlich Speedruns für das Spiel? Fastest Gyrocopter oder sowas? Habe ich noch nie gesehen. Also, ich habe tatsächlich auch seltenst Challenges gesehen bei Seven Days to Die. Bei Edo fast. Ich muss jetzt liegen. Ich glaube, Edo war der erste. Ich hatte mal eine Road to Minibike, als das Minibike damals rauskam. Aber das war jetzt kein Speedrun oder so. Und ich wäre auch nicht so. Weiß ich, dass mein Skill zu schlecht wäre für einen Speedrun und deswegen mag ich Speedruns nicht. Jegliches Spiel mag ich das nicht. Also. Alpha 19 ist schon ganz okay, macht schon Fun. Ja, ich finde, die haben es echt gut gemacht mit dem Survival-Modus. Ne? Also, es ist zumindest zu Beginn. Ich kann jetzt noch keinen Langzeit-Ergebnis präsentieren, aber zu Beginn ist. Du hast es schon echt schwer, ne? Dadurch, dass du halt nicht einfach mal eine AK direkt findest oder generell so viele Schusswaffen findest. Es ist schon cool, dass sie es aufs Game Stage halt gut angepasst haben diesmal, finde ich. Das war die letzten Mal leider nicht so. Synonym, moin, Zen. Ah, ich bin super dope. Ich habe nur 460 Stunden. Ach, na, 460 Stunden ist auch viel. Du meinst insgesamt, ne? Aber ich habe ja auch 1000, aber seit 4 Jahren oder so. Also ich weiß nicht, wann habe ich... Oder 6 Jahren? 5 Jahre? Irgendwie sowas. So, wie lange hast du das jetzt, Goldmuggel? Also tief, glaube ich. Ist das jetzt unter dem Blei oder was? Was ist mit dem Schatz? Und steht, du buddelst ganz falsch? Nein. Warum buddel ich ganz falsch? Dafür fallen die, die Sets im Nahkampf schneller als in Alpha 8 gefühlt wenigstens. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, denn ich habe die gar nicht gespielt, die 18. So, oder so gut wie gar nicht. Also 10 Jahre oder so. Nee. Alpha 13 ist nicht 10 Jahre her. Nee. Also gefühlt, ja, bin ich bei dir. Ist aber so nicht. Oh no shit. Ja. Guck, da ist er. Komm hier raus. Sherlock. Ja. Wir könnten noch ein bisschen Blei mitnehmen, ne? Wie spät ist es jetzt? 20 Uhr. Nitrat ist es übrigens. Erzähl nicht Blei. Oh, nicht genug Ausdauer. Mal reparieren. Das weiß ich halt, weil ich mit Alpha 10 angefangen habe und Alpha 10 ist halt nicht 10 Jahre her. Ich glaube, das liegt eher daran, dass man nicht mehr ständig vorbeihaut. Das, ja gut, das kann natürlich auch sein. Oh. 20:06 Uhr. So, wir wollen auch noch nach Hause kommen, ne? Hm, lecker. Zum Glück sind das noch Tier 1 Quests. Ich glaube, irgendwann gibt es dann auch mal Hunde oder so ein Scheiß. Oder auch ein Ferrader mal, der da spawnt. Ich glaube, dann sind diese Schatzquests nicht mehr so geil, wenn du da eingebuddelt bist. Bogen macht weniger Schaden. Wenn die jetzt auf den Server noch das Design in den Griff bekommen. Ja.
Und schon kannst du Pilzsporen basteln. Ja, kannst mal sehen. Gut, ne? Die nehme ich denn auf meinen. Die. Ich werde dann Pilze an meinen Gyrokrop daran machen. Du bist durstig, chill. War ja auch anstrengend hier. Zwei Buddelquests. Boah, hier bin ich gestorben, Alter. Im letzten Run. Dass die Map, die Random Map-Generierung so lange dauert, das triggert ein bisschen, ne? Zu? Ja. Halbe Stunde. If you're, congratulations. Bei mir zumindest. So, Gefechte in der Stadt. Zigarren erhöhen deine Stärke, deine Handelsfähigkeit und lassen dich so cool aussehen wie eine Sexe. Lerne, wie du Zigarren fertigst. Ach so. Das brauche ich ja nicht, wenn ich schon eine Zigarre habe, ne? Weil das passiert ja nicht nochmal. Dann nehme ich drei Verbandskasten. Ich habe nämlich eine Zigarre schon im Maul. Drei Verbandskasten ist mega, finde ich. Nutzen. Hä? Was will sie denn jetzt? Ist das eine Quest? Habe ich schon. Hä, was habe ich denn noch? Wie, hä? Habe ich jetzt zwei abgeschlossen? Danke, Überlebender, dass du einige dieser Aufgaben, ach so, erledigt hast. Dies, hier ist die Belohnung für deine harte Arbeit. Komm morgen wieder und ich gebe dir ein paar schwierigere Aufgaben, die sich mehr lohnen werden. Nee, will ich nicht. Ich möchte bei Tier 1 bleiben. Eine falsche Bewegung, über Müll zu schleichen, ist geräuschlos. Mach ich doch nie. Und die habe ich schon. Aha. Aha. I think I've got a job or oh thank goodness. I couldn't find anyone to do that job. Den Rest behalten wir. Zack. Alrighty then. Stay safe out Easy. there. Ja, ich versuch's. Tag 6. Ich habe noch nichts getan an der Base. 2 Kilometer mit dem Fahrrad. Wohin? War das nicht Süden? Erstmal. Da. Westen. Fahren erstmal nach Hause. So rumstehen und auf der Map rumgucken kann einen töten, wenn Hundehorde kommt. Nitrogen. Ah, das Tür auf Tür zu Ding hast du noch nicht geklärt. Also beim Reingehen schon dieses Tür auf Tür zu. Nee, weiß ich nicht, was ich da machen muss. Einfach Doppelklick oder was? Nimm das Buch 1. Bis 10 Quests erledigt haben. Achso, nach 10 passiert das. Ja, ich schleich nicht über Müll. Mach ich nie. Doppeltes Space. Ah. Ist ja schon. Okay. Das ist jetzt ein Witz, ne? Der Ausdauer. Ich bin nervös. Ich bin kein Scheiß. Ich krieg's gerade nicht hin, weil ich total nervös bin. Und natürlich.
Durstig und so ein Scheiß. Alter. Ich krieg die Sprünge gerade nicht hin. Gut, alles gut, alles gut. Was war das denn eben? Richtige schwitzige Hand. So, nichts war los. Ich wollte euch nur mal testen. So, essen. Zack, das lernen wir. Ja, die haben wir schon. Die können wir dann mal verkaufen. Wahrscheinlich. Die habe ich doch hier drin, ne? Ich guck nochmal. Totengräber-Mod. Totengräber-Mod. Ja, verkaufen. Ich hätte sie gleich verkaufen können. War mir eben nicht ganz sicher. So. Points haben wir jetzt ein paar. Zack. Zack, zack. Achso, Durst habe ich, ne? Essen, trinken, benutzen. Nicht völlig zu unterschätzen sind die Boni, wenn du alle Bücher einer Art gelesen hast. Okay, das wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Wir müssen Pfeilspitzen machen. Ja, ist okay. 3 Minuten. Nichts zum Einschmelzen. Waffenkiste. Nur 180 Nitrat. Wir machen uns gleich nochmal Kisten. Dass ich so wenig 9mm Munition als Angebot bekommen habe, nervt mich ein bisschen. Okay, wir machen schon mal 2 Kisten. Truhe? Nein. Rezepte. Ablage. 2. Zack, dann machen wir eine Heal-Kiste und eine Waffenkiste. Das brauchen wir beides. Zack, also beziehungsweise müssen wir auch schnell finden beides. Gut, Essen geht noch ein bisschen. Hätte ich vielleicht nicht trinken sollen. Gibt gleich wieder Mecker. So. Zack. 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 Achso. Zack. Ne, so rum, rechte. Ja. Super. So, und Waffenkiste. So, dann kann das hier wieder rein. Zack. Dann können wir nämlich schon wieder weiter sortieren. Waffen, Waffen, Waffen. Ich pack die Kohle mit immer in die Waffenkiste, weil ich, weil du aus Kohle Waffen machst. Munition. Öl. Guck mal, Öl fällt mir gerade ein. Habe ich noch gar nicht. Benzin. Benzin brauchen wir noch.
haben wir auch schon ein bisschen. Können wir noch mal ein paar Autos auseinanderlegen? Kann ich gar nicht so viele Mollys machen, ne? Mollys. Drei nur. Das liegt auch an Benzin. Okay, nehmen wir aber erstmal. Dann packen wir Benzin auch damit hin. Mit in die Waffenkiste. Legen wir Stoff auch mit rein? Ich glaube dann ja. Kann ich das einfach umwandeln? Muss ich lernen. Aber die Gläser packe ich erstmal weg. Ich brauche den Platz kurz. Was kommt hier mit hin? Was kommt hier mit hin? Das kommt da hin. So. Waffenkiste. Zack, zack, zack. Zack. Ich mach erstmal Waffenkiste. Rohre nicht. Waffenteile mache ich da auch erstmal mit rein. Wenn wir nachher keinen Platz mehr haben, dann kann ich es immer noch mal umswitchen. Eine Waffenteilekiste. Aber bis dahin machen wir das erstmal so. Hier drin auch noch nicht sortiert, aber okay. Zack. Das packe ich mal hier unten hin, weil das werden wir zur Horde nehmen. So, das sind die für Armbrust, Eisenpfeile. Zack. Können wir ja schon mal herstellen. Warte. Doch. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Eisenpfeile. Und wir packen die Federn zurück. So, dann müssen wir, dann damit müssen wir jetzt auskommen. In der Hordennacht. Dann haben wir auch so noch ein paar Schüsse. Reparatur kann ich langsamer bauen. Aber wir sortieren erstmal die Heilungssachen. Das ist Heilung. Aloe ist Heilung. Das packe ich noch mit in die Waffenkiste. Achso, warte. Das auch. Zack, zack. So. Zack, zack. Vitamine. Komm mit zum Essen. Die haue ich mir ja vorm Essen quasi rein. Oh, da ist auch schon relativ gut sortiert. Die beiden Kisten auch schon wieder fast leer. Ja, die legen wir hier hin. Jetzt müsste ich nur noch in den Kisten sortieren. Was kommt hier noch mit rüber? Zack. Heilkiste. Warte mal. Zack. Achso. Und Honig. Da. Honig. Essen müssen wir noch. Und das noch. So, zack. Das sieht doch schon erstmal solide aus. Ich habe doch keine Spikes oder irgendwas gemacht. Spikes werde ich auch nicht machen. Also für Kosten-Nutzen würde ich sagen, lohnt sich nicht. Du musst so viel Holz rausballern. Und die juckt das gar nicht.
Ob die da durchrennen oder nicht. Spikes machen wir nicht. Du könntest die Waffenmod noch mit in die Pistole packen. Was macht die? Dass sie nur nach vollautomatisch schießt. Erhöht die Feuerrate und erhöht leicht den Rückstoß. Sehr gut. Vitaminen noch rüber. Meint es auch zum Essen, ne? Die Vitaminpillen. Gut sortiert, sagt er. Und mein innerer Monk weint. Ja, Petra, aber du weißt, wie ich sonst noch sortiere. Das ist ja wohl schon sortieren Premium. Das ist wohl mega krass. Also ich habe zumindest das erstmal. Mir ist schon klar, ich sortiere das so, soll das nachher aussehen alles. Aber ich habe hier noch so viel Zeug. Oh, geil. 17 Eier. Schadet ja auch nicht, wenn wir. Es wird ja nicht schlecht, ne? Wenn wir hier schon mal Bacon and Eggs machen. Warum nicht? Achso, ich habe das nicht runtergenommen. Auch wenn da draußen einer rumrennt. 8 Stück. Ermon, und jetzt kommst du. Ja. Mit 8 Stück kommt man ja nicht weit und du musst ja für die nächsten 12 Tage versorgt sein. Ja. Ich weiß nicht, ob ich so lange lebe. Sehe ich in der Heilung die Geschichte hier. Ich glaube, wir müssen morgen nochmal zumachen, aber ich koche trotzdem weiter, ist mir Latte. Ob da jetzt draußen einer rumtingelt oder nicht. Gibt ja wieder Erfahrungspunkte. Nicht mal beschriftete Kisten. Ich weiß genau, was das für Kisten sind. Forge-Kiste, Waffenkiste, Medizinkiste. Das ist Oldschool-Feeling mit den Kisten. Ich habe für die Händlerkiste, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nichts Schickeres gefunden. Jede Mal erhöht den Schadensgrundwert. Und solange du nichts Besseres hast, wieso nicht? Okay. Und sie hat schon dazugelernt. Ja. Wanderhorde beunruhigt mich. Hä? Ach. Achso, da geht. Das ist ja. Oh, hasse ich ja wie die Pest. Gut, dann fahren wir aber erst Tag 7 Horde zum Händler. Wir müssen Benzin holen, damit wir ein paar Mollys machen können. Die sind echt stark. Vor allem das Geile ist, durch die Mollys kriegst du Erfahrungspunkte. Das fand ich ziemlich nice zu sehen. Und was mir gerade auffällt, wir müssen ein bisschen Kleber machen, denn ich brauche Reparaturkits. Ich habe ein Reparaturkit, glaube ich, wenn überhaupt. Richtig. Mal gucken. Achso, dafür brauche ich Stahl, glaube ich, ne? Und Eisen brauche ich. Oh, Alter, ich brauche einen zweiten Spieler hier. Reparaturkit. Geschmiedetes Eisen, alles klar. Ah, ich brauche nur ein geschmiedetes Eisen, ein Glück. Gut, das beruhigt mich. Ich glaube, der klopft fair. Ja, das kann sein. Nee, das ist schon okay so. Und ich glaube, das ist beim Event wenig Rolle spielt, wie die Kisten aussehen. Das stimmt. Ohne Eisenbahn. I don't know.
Weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Gut, das wird gebaut. Kleber wird auch gebaut. Dafür finden wir, also für die beiden Kisten finden wir auch noch eine Lösung. Wir haben wenig Holz, ein bisschen Steine. Könnten. Das ist nicht richtig. Hier ist noch mehr. Das können wir nämlich auch schon mal nebenbei herstellen. Oh, warte mal, Nachladen nicht vergessen. Wir könnten auch zum Leveln schon mal. Oh, nee. Sind Pflastersteine. Ich krieg doch. Ach so. Krieg ich hier mit Erfahrung? Nee, ne? Ich will ihn jetzt nicht so random bauen. Doch, mache ich. Nee, krieg ich keine Erfahrung. Na gut, dann mache ich ja immer die und werte auf, ne? Ich glaube, es ist immer am sinnvollsten. Kleiner Stein. Ich mach mal 200. Ich hau das mal einfach hier random rein. So, zack, zack. Dann haben wir hier noch mal ein bisschen Pflastersteine. Zement. Die hauen wir hier rein. Die hauen wir hier rein. Das kann er schon mal nebenbei machen. Scheiß auf den einen Platz. Und ich bin aber auch am Ende angekommen. Darum kümmern wir uns am Mittwoch.